Hallo und herzlich willkommen zum ersten Klimagerechtigkeitstalk mit dir, Per. Und wir starten einfach gleich mal, indem du dich vorstellst. Wer bist du? Ja, ich bin Per Asmussen, ich bin 29 Jahre alt. Ich wohne seit 26 Jahren in Pinneberg, also bin hier so unfreiwillig herverfrachtet worden. fühle mich aber immer noch sehr wohl hier. Ja, ich bin SPD-Mitglied, engagiere mich hier auch in der Stadt, in der Parteipolitik. Ich bin in der Seebrücke aktiv. Was mache ich noch? Ich bin in der Kirche aktiv. Ich weiß nicht, was möchtest du denn noch so, was möchtest du alles wissen? Also. Ja, das reicht schon. Okay. Jetzt können wir über Klimagerechtigkeit reden. Was ist für dich Klimagerechtigkeit? Was ist für mich Klimagerechtigkeit? Das, was wir jetzt gerade nicht haben, könnte man vielleicht schon mal damit anfangen. Klimagerechtigkeit existiert im Moment nicht, weil diejenigen, die das meiste CO2 verbrauchen, sind die Menschen mit hohen Vermögen und hohen Einkommen. Und die Menschen, die maßgeblich, also am meisten unter dem Klimawandel leiden, und leiden werden, sind Menschen, die eigentlich wenig dafür können. Ich habe mal so ein bisschen geguckt, Statistik, man kann das ja mal, kann man ja mal so sagen. Die Fakten sind eigentlich, also als ich sie das erste Mal gehört habe, haben sie mich erschrocken gemacht, weil die 10% reichsten Menschen auf der Welt, das sind 630 Millionen, verbrauchen 52% des globalen CO2s, also stoßen das aus mit ihrem Konsum. Und die reichsten 1%, das sind dann nur noch 63 Millionen Menschen, die sind alleine für 15% des globalen CO2-Ausstoßes verantwortlich. Also, und dann merkt man auf einmal, das hat was miteinander zu tun. Also, das sozusagen, man kann nicht die Klimakatastrophe als reines Umweltproblem betrachten, aus meiner Sicht, sondern sie hat damit zu tun, dass Wohlstand ungleich verteilt ist. Und es ist ja auch, also irgendwo logisch, dass ja Leute, die jetzt wenig Geld haben, die täglich, sage ich mal, darum kämpfen, dass sie ihre Kinder zur Schule schicken können oder dass sie überhaupt, also es gibt ja auch viele Menschen im globalen Süden, die nicht wissen, ob sie morgen noch Essen auf den Tisch stellen können. Wo sollen die jetzt großartig CO2 ausstoßen? Deswegen ist es miteinander verknüpft und deswegen ist es eben auch so wichtig, sich damit zu beschäftigen. Gibt es Klimagerechtigkeit oder wir sollten eher sagen Klimaungerechtigkeit nur global oder auch in Deutschland zum Beispiel? Auf jeden Fall auch in Deutschland. Also auch da habe ich mir Zahlen rausgesucht. In Deutschland ist das Verhältnis ähnlich. Es ist nicht ganz so dramatisch verteilt. In Deutschland sind die 10% reichsten für 26% verantwortlich. Und die Hälfte der Bevölkerung, also die ärmere Hälfte der Bevölkerung, das sind 41 Millionen, die verbrauchen 29%, also ungefähr genauso viel wie die reichsten 10%. Also auch in Deutschland haben wir eine Klimaungerechtigkeit. Die ist jetzt nicht so dramatisch, wie man das jetzt vielleicht denkt. So, wenn man jetzt Deutschland mit dem globalen Süden vergleicht, ist es natürlich extrem dramatisch, weil da so das Gefälle so groß ist. Aber in Deutschland gibt es das auch. Auf jeden Fall. Ja, jetzt ist also Menschenrechte, Gerechtigkeit, das Ganze ist ja irgendwie so was Abstraktes. Man könnte schon sagen, das ist was, woran man glaubt. Warum glaubst du daran? Warum ist das für dich so wichtig? Ja, weil ich merke, zum Beispiel, dass wir oft, wenn wir über das Thema Umwelt sprechen, dass es auch etwas irgendwie ist, wo verschiedene Lebensstile aufeinander prallen vielleicht. Zum Beispiel, sage ich jetzt mal, zum Beispiel um das Thema Fleischessen wird ja sehr, sag ich mal, intensiv diskutiert. Es gibt Leute, die für die geht das gar nicht. Dann gibt es Leute, für die ist das unvorstellbar, sozusagen jetzt nicht irgendwie, vielleicht nicht unbedingt täglich, aber mehrmals die Woche Fleisch darauf zu verzichten, so das können die sich nicht vorstellen. Und dann entsteht eine heiße Diskussion und dann wird oft so gesagt, Leute, die sich jetzt fürs Klima einsetzen wollen, das verbieten oder so ähnlich.
Und Massentierhaltung ist natürlich auch ein Riesenproblem, ist richtig furchtbar. Auf der anderen Seite ist es eben dadurch auch bezahlbar für viele Menschen. Ne, also der Fleischkonsum ist ja bezahlbar, weil wir Massentierhaltung haben. Also Menschen, die relativ gute Einkommen haben, die müssen jetzt nicht unbedingt aus der Massentierhaltung kaufen. Menschen mit weniger Einkommen haben da jetzt nicht wirklich so eine große Auswahlmöglichkeit. Und da merkt man auch, dass es eine Gerechtigkeitsfrage ist. Sich nämlich umweltverträglich zu verhalten, hat dann wiederum auch was mit dem Einkommen zu tun. Also es ist ein bisschen komplizierter jetzt, ne? Weil auf der einen Seite sind Menschen mit hohen Einkommen für einen hohen CO2-Ausstoß auch verantwortlich. Auf der anderen Seite können sie natürlich auch Produkte konsumieren, die teurer sind und damit umweltverträglicher. Das können ärmere Menschen dann nicht so gut. Die haben einfach da nicht die finanziellen Möglichkeiten. Und trotzdem ist es eben ungleich verteilt. Trotzdem sind die Menschen mit hohem Einkommen einfach überproportional beteiligt. Ist ja auch klar, ne? Ein Langstreckenflug macht eigentlich dein ganzes Vegetariersein irgendwie wieder kaputt. Also man kann das damit nicht so richtig ausgleichen. Genau, und ich glaube, um da vielleicht diese Debatte zu befrieden, auch ein Stück weit, und nicht mehr so jetzt, sich jetzt die ganze Zeit zu streiten darüber, wer ist jetzt der umweltverträglichste sozusagen. Und das vielleicht auch ein bisschen weniger, ja, wie soll ich sagen, wir müssen irgendwie davon wegkommen, uns gegenseitig zu verurteilen, sondern eher so strukturell darüber nachdenken, was ist eigentlich nötig dafür, dass wir uns alle umweltschonend verhalten können. So. Also das wäre jetzt mehr so, dass Klimagerechtigkeit im Sinne von, dass alle sich gleich ja umweltschonend verhalten können. Wenn wir jetzt wieder zu Klimagerechtigkeit gehen, wer von den Folgen betroffen ist, wie denkst du, könnte man das irgendwie mehr fördern, dass das Leuten bewusster ist? Weil du meintest ja schon, wir haben eigentlich die Mittel, aber wir stoßen immer noch am meisten CO2 aus. Genau, das ist auf jeden Fall so. Ne? Also auch in Deutschland im Vergleich, wenn man das sieht, die ärmeren Menschen im Vergleich zum globalen Süden sind immer noch wahnsinnig reich. Also das ist vielleicht auch ein bisschen paradox, aber ist so. Und wir wissen ja auch, also die meisten Umweltkatastrophen betreffen Menschen, die eigentlich wenig CO2 ausstoßen. Auch gerade die ganzen Dürren und so in Afrika und so, das betrifft uns nicht in dieser Form so stark. Deutschland ist auch ein sehr wasserreiches Land, darf man auch nicht vergessen. Eines der wasserreichsten Länder der Welt. Das wird in Zukunft immer wichtiger werden. Und durch die Erderwärmung wird es viel mehr Dürren geben als noch vor ja, 100 Jahren oder so. Das wird natürlich Fluchtbewegungen auslösen. Also vielleicht auch mal wieder so ein paar Zahlen. Im Moment haben wir jetzt 26 Millionen Klimaflüchtlinge auf der Welt. Das ist ungefähr ein Drittel. Also ungefähr, wir haben ungefähr etwas über 60 Millionen Menschen, die im Moment auf der Flucht sind. Und davon sind ein Drittel schon Menschen, die wegen Klima flüchten. Also weil irgendwie in ihrer Heimat eine Dürre ist oder eine Überschwemmung oder irgendeine Umweltkatastrophe oder so. Und dann gibt es natürlich auch Kriege, die durch Dürren und so weiter ausgelöst werden, wodurch dann auch wieder Menschen fliehen. Und die Schätzungen gehen so dahin, dass wir 2040 sogar 200 Millionen Klimaflüchtlinge haben könnten. Es gibt auch Schätzungen, die das ein bisschen niedriger einstufen, also je nachdem. Aber ungefähr eine Verdopplung ist realistisch. So, das heißt, das ist ein Riesenthema. Und um dagegen zu steuern, müssen wir, glaube ich, unsere Handelspolitik auch überdenken. Also wie wir wirtschaften, das kann, glaube ich, so nicht weitergehen, weil wir Menschen wirklich die Lebensgrundlage entziehen. Da müssen wir anders drüber nachdenken. Und also ich bin ja immer auch ein Fan davon, von unten hochzugehen und irgendwie so ein bisschen umdenken, irgendwie, weiß ich nicht, hervorzurufen. Und ich habe auch das Gefühl, dass Leuten das halt nicht so bewusst ist, obwohl das natürlich immer groß in den Nachrichten ist. Wie denkst du, kann man das noch irgendwie fördern? Ja,
Ich glaube, also einerseits glaube ich, ist immer wieder darüber zu sprechen ein wichtiges Thema, auch darüber zu sprechen, ey, du bist eigentlich auch davon betroffen. Ne? Also, weil mich hat es zum Beispiel nochmal ganz anders sensibilisiert, als ich diese Karte gesehen habe mit dieser Prognose, wo sozusagen, was wird eigentlich überschwemmt? So. Und dann war auf dieser Karte irgendwie Pinneberg am Meer. Habe ich erstmal, mein erster Impuls war, okay, vielleicht auch schön irgendwie am Meer. Und dann habe ich aber dann habe ich überlegt, nee, also es war jetzt nur so, das war jetzt ein Witz, ne? Aber ehrlich gesagt finde ich das ganz schön erschreckend. Also wenn man mal überlegt, so dass es irgendwie von Schleswig-Holstein bleibt nicht mehr viel übrig, wenn Pinneberg am Meer liegt, so. Dann merkt man auf einmal so, oh, das betrifft mich wirklich selber. Das betrifft den Ort, wo ich lebe. So, also muss man da natürlich auch was für tun. Ich glaube, dass viele Leute es auch verdrängen, weil es natürlich auch irgendwie unangenehm ist. Also es ist insofern unangenehm, weil man natürlich irgendwie denkt, man kann sowieso nichts tun. Oder das, was ich tun kann, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein oder sowas. Es wird ja auch oft dann gesagt, zum Beispiel, China stößt ja sowieso viel mehr aus als wir. Also, das ist sowieso egal. Dieser Effekt ist natürlich auch so, dass man halt überlegt, dass man natürlich das Gefühl hat, ich kann gar nichts tun. Das ist dann so ein Abwehrmechanismus. Also ich glaube, es ist wichtig, konkrete Vorschläge auch zu machen. Also ich habe zum Beispiel jetzt vielleicht wieder ein simples Beispiel. Wenn man mit Leuten über Fleischkonsum spricht, dann bringt es überhaupt nichts, den Leuten irgendwie zu erzählen, wie die Tiere leiden zum Beispiel oder welche Umweltfolgen das hat. Es bringt viel mehr, mit den Leuten ein vegetarisches oder veganes Gericht zu kochen, was irgendwie lecker ist. Also so, dass man konkret davon was hat, dass man merkt, so, okay, das bringt was. Das ist nicht, muss mich nicht einschränken, sondern das bringt irgendwie Spaß. Das ist das eine. Dann das andere zum Beispiel, wo ja auch in Pinneberg sich langsam was tut, dass man konkret Handel fördert, der fair ist und umweltverträglich. Also wir haben ja zum Beispiel, Pinneberg möchte sich ja auf den Weg machen und Fairtrade Town werden. So, das heißt, dass eben Pinneberg den fairen Handel fördert, so, und dann eben auch Produkte so, oder Firmen fördert, die das umsetzen wollen, die mehr faire Produkte haben wollen. Das ist zum Beispiel was, wo ich denke, da könnte echt eine gute Chance drin liegen, auch für den Einzelhandel. Ich sehe das gar nicht so, dass man da irgendwie unbedingt jetzt der Wirtschaft Vorschriften macht oder so oder irgendwie sowas. Aber man muss sich ja mal überlegen, in Zeiten von Onlinehandel und so, was ist eigentlich die Zukunft von Handel in unserer Stadt? So, warum sollen Leute jetzt noch weiter in die City gehen und da einkaufen, anstatt das im Internet zu machen? Ist ja jetzt durch Corona alles nochmal eine Debatte, die verschärft worden ist. Und ich habe irgendwie schon, denke schon, das könnte auch eine Chance sein, wenn Pinneberg zum Beispiel sagt, wir wollen konkret hier eine Stadt sein, wo man viele faire Sachen einkaufen kann, vielleicht auch viele regionale Sachen, Handmade-Produkte, so, weil wir haben ja auch Landwirtschaft nah dran, so, ne? Das ist ja ein großer Vorteil von Pinneberg. Und vielleicht kann man da ja etwas entwickeln, was die Innenstadt wieder attraktiver macht, einfach, weil vielleicht auch Leute aus der Umgebung sagen, ey, guck mal, super, ne? Da habe ich irgendwie verschiedene Möglichkeiten, fair einzukaufen, Bio einzukaufen, und das ist ein Erlebnis. Damit kann man vielleicht auch so ein Alleinstellungsmerkmal irgendwie hinbekommen. Also das wäre jetzt so eine Sache, die ich mir so vorstellen Also, könnte. es heißt, bringt nichts, irgendwie Leuten zu sagen, ey, in Afrika geht es den Leuten scheiße, weil wir so viel CO2 ausstoßen, sondern man muss irgendwie was Tolles finden, was uns hier irgendwie dazu bringt, klimafreundliche Sachen zu machen. Ja, leider. Okay, Also ich ja. sag mal so, ne, das Klimathema ist ja seit ein paar Jahren erst richtig im Bewusstsein von vielen Menschen.
Ich weiß, dass ich habe da auch damals in der Schule drüber, haben wir das auch besprochen, aber damals waren die Prognosen so, das war klar, das erlebe ich zu meinen Lebzeiten nicht mehr. Das war so 2008, so um den Dreh. Ich weiß, dass wir das in der Schule hatten, aber so das, was ich erinnere, war, ja, ist ganz dramatisch, aber das ist auf jeden Fall, erlebst du nicht mehr. Das war so ungefähr so das, was ich da mitgenommen habe. Vielleicht wurde es auch anders vermittelt, aber das habe ich damals mitgenommen. Aber zum Beispiel, was ja immer ein Thema war, Hunger in der Welt zum Beispiel, das war ja immer. Also das ist schon seit 30 Jahren bekannt oder seit 50 Jahren oder so, ich weiß nicht, schon sehr lange. Und das wissen auch alle. Wir wissen, Leute, dass Menschen verhungern auf der Welt und dass wir eigentlich genug Essen haben, damit eigentlich das niemandem passieren muss. Und trotzdem verhungern weiterhin Menschen. Aber warum? Ja, genau. Warum ist das so? Weil wir es bisher irgendwie nicht geschafft haben, unsere Wirtschaft so umzustellen, dass alle Leute von ihrer Arbeit leben können. Also es gibt ja die Initiative Lieferkettengesetz zum Beispiel. Die Bundesregierung hat jetzt auch einen Vorschlag. Die entwickeln gerade da einen Vorschlag. Das bedeutet konkret, dass es sozusagen Vorschriften gibt, an die sich die Firmen halten müssen, die in Deutschland hier Produkte verkaufen. Und zwar nicht nur sie selber, sondern sie müssen diese Vorschriften auch bei ihren Zulieferern umsetzen. Da geht es auch um Umweltaspekte, also auch um Menschenrechte zum Beispiel, aber auch um Umweltaspekte. Und ja, das, was jetzt wahrscheinlich kommen wird, ist nicht das, was es eigentlich sein sollte. Also ursprünglich war mal geplant, dass wenn Unternehmen dagegen verstoßen, man sie vom Zivilgericht auch verklagen kann. Also als Beispiel, wenn man jetzt in Indien Arbeitnehmerin ist irgendwie und diese Firma, für die man arbeitet, liefert zum Beispiel Kleidungsstücke oder so an eine deutsche Firma und dieser Zuliefererbetrieb in Indien hält diese Menschenrechte da nicht ein, dann könnte diese Arbeitnehmerin vor einem deutschen Gericht eine deutsche Firma verklagen. Das war die ursprüngliche Idee. Das wird jetzt aber wahrscheinlich nicht so sein, sondern der Staat soll es kontrollieren, ob das eingehalten wird. Und das ist halt, ja, wir sehen das ja zum Beispiel bei den Veterinärämtern, ne, die sollen ja eigentlich auch die Schlachtbetriebe kontrollieren und da passiert auch nicht wirklich viel. Also, ja, da sind halt viele Kräfte am Werk, die versuchen, sowas zu behindern oder zu verwässern. Aber das wäre etwas, wo ich sagen würde, das könnte wirklich was ändern, wenn man es konsequent durchdrücken würde, sozusagen. Also in der Wirtschaft, im System. Ja, genau. Also dann müsste man sozusagen, also müsste jede Firma, die hier was verkauft, müsste sich eben an diese Standards halten oder sie würde eben verklagt werden. So. Und das wär, glaube ich, eine Chance, weil man ja so auch im Prinzip, ja, Standards, die wir hier eigentlich selbstverständlich haben, sowas wie Krankenversicherung, Urlaub und vielleicht irgendwie so ein Mindestlohn oder sowas, dass man halt sagt, wenn du sozusagen, wenn du Firma in Deutschland jetzt deine Sachen verkaufen willst, dann musst du sicherstellen, dass diese Sachen unter diesen Kriterien halt hergestellt wurden. Sonst kannst du hier leider nicht verkaufen. Da liegt eigentlich eine große Chance hinter. Ich finde, das ist eine super Idee. Aber dann muss die konsequent umgesetzt werden. Dann muss es auch Konsequenzen geben, wenn das nicht passiert. Sonst ist es einfach nur nice to have. Ne? Also wenn man sagt so, ja, das ist unser Standard, mach das mal so. Und wenn man dagegen verstößt, es keine richtigen Konsequenzen gibt, dann nützt es am Ende nichts. Aber ja genau, das ist ja auch das Problem, dass da, wenn man sowas einführen würde, konsequent, dann würden doch viele dagegen aufstoßen, weil ich meine, es ist teurer. Oder nicht? Ja, also bestimmt würden viele Produkte dadurch teurer. Sind wir ja wieder bei der Gerechtigkeitsfrage. Ne? Ich habe ja vorhin die Zahlen gesagt, wie das Vermögen auch in Deutschland verteilt ist. Ich bin kein Fan davon, Sachen jetzt irgendwie auf Kosten von anderen unbedingt günstig anzubieten,
um hier in Deutschland weiterhin sozusagen das für die Menschen bezahlbar zu lassen, die wenig Geld haben. Also es ist doch eigentlich ist es doch eine Frechheit, dass wir auch in Deutschland Menschen dazu zwingen, Produkte zu konsumieren, wo Menschen wirklich dahinter stecken, die unter diesen Produktionsbedingungen leiden. Und Menschen, die hohe Einkommen haben, die können in den Biomarkt gehen und können sozusagen sich gut fühlen. Ich glaube, auch da kommt viel, da driftet auch die Gesellschaft so auseinander, weil es ja oft so ist, so, ne, irgendwie so, ich sage es, ich wiederhole jetzt ein paar Klischees, ne, ich meine es nicht wirklich so, aber dass halt Leute sagen, irgendwie Grünen Wähler, die fliegen ja trotzdem die ganze Zeit und die gehen immer in den Biomarkt und die gucken auf uns herab. So. Und vielleicht Leute, die dann in den Biomarkt gehen, die denken so, ja, die anderen, die gehen ja alle zu Aldi und essen irgendwie die ganze Zeit billig Fleisch. So, jetzt um jetzt mal so Klischees zu sprechen. Das ist ja eigentlich traurig, oder? Dass es so einen Gegensatz es gibt. Es wäre eigentlich schöner, wenn sie sich zusammentun würden und sagen so, ey, wir wollen alle so viel Geld haben, dass wir im Biomarkt einkaufen können. Das muss sich doch eigentlich jeder leisten können. Das stimmt. Also das muss das Ziel sein eigentlich, dass man nicht dazu gezwungen ist, Produkte zu kaufen, die spottbillig sind, weil sie irgendwo hergestellt werden, wo Menschen wirklich für den Hungerlohn arbeiten. Das kann es am Ende nicht sein. Und dass man dann eine gesellschaftliche Spaltung hat, weil die einen sozusagen mit einem guten Gewissen einkaufen können und die anderen können es nicht und fühlen sich verurteilt, weil sie kein Geld haben, um faire Produkte zu kaufen. Und genauso Sollte muss man es auf der Welt auch keine Spaltung geben. Also ich meine, wenn man das jetzt global betrachtet, dann führt das ja auch komplett zu einer Spaltung, wenn man die Privilegierten hat, die CO2 ausstoßen, immer reicher werden und dann, ja. Ja, also das ist sozusagen, das ist global genauso. Da haben wir nur, dass man da jetzt vielleicht nicht so viel Kontakt untereinander hat, ne? Also das kriegt man vielleicht nicht so mit. Also jetzt Okay, im lass uns nochmal Persönlichen, drüber, Ja, lass uns nochmal ne? drüber reden, weil ich glaube, dieses, dass man es persönlich nicht mitbekommt, das ist der Knackpunkt. Wenn wir das irgendwie, wenn das für uns näher wäre, dann würde uns das vielleicht mehr interessieren. Wie denkst du, kann man das irgendwie fördern? An die Schulen gehen oder was denkst du? Eine gute Frage. Also im Prinzip ist es ja schon näher zu uns gekommen, dadurch, dass wir jetzt ja auch viele Menschen mit Fluchtgeschichte in Deutschland haben, ist es ja schon ein Stück weit näher gekommen. Also, aber auch da, wie viele Menschen haben Kontakt? Das ist ja auch noch eine andere Frage, ne? Also ich habe mit Menschen gesprochen, die gefoltert wurden oder so, oder die in der Nacht- und Nebelaktion ihre Sachen packen mussten, weil irgendwie der Geheimdienst ihnen auf der Spur war, im Iran zum Beispiel. Man denkt dann danach anders, wenn man sowas mal gehört hat. Man denkt anders über Menschen, die geflüchtet sind. Man merkt aber auch, dass man hier sehr privilegiert und frei lebt. Du hast, wolltest erzählen, wie wir das Thema näher an Menschen bekommen. Ja, genau. Also ich glaube, oft ist irgendwie, ist vieles nicht so klar. Also, oder dass wir uns oft gar nicht bewusst sind, wie Menschen im globalen Süden leben. Also zum Beispiel gab es eine Situation, es gibt ja das Humboldt-Forum in Berlin, und da werden viele so ja, Kunstgegenstände, geraubte Kunstgegenstände aus der Kolonialzeit ausgestellt. Da gibt es ja eine große Debatte im Moment darum, ob man das vielleicht zurückgibt oder so. Und jemand vom Humboldt-Forum hat ja gesagt, ja, wieso, wir können das auch hier in Deutschland ausstellen. Und Menschen aus Afrika, sozusagen aus den Herkunftsländern, können ja auch nach Berlin kommen und sich das angucken. Ja, also da bleibt dann erstmal so ein bisschen die Sprache weg, weil es ist total schwierig. Für Menschen aus Afrika ein Visum zu bekommen für Deutschland. Also da haben wir noch überhaupt nicht über die Kosten geredet. Also ne, über
die Kosten, was den Flug kostet und sowas und einen Aufenthalt hier, sondern nur, um legal nach Deutschland zu kommen, brauchst du ein Visum und das ist wahnsinnig schwer, wenn du aus einem afrikanischen Land kommst. Du kannst nicht so wie wir mal irgendwie eben nach, weiß nicht, Südafrika oder Ägypten oder was weiß ich, hinfliegen und dann da Urlaub machen. Das, so funktioniert das nicht. Also, ich glaube, erst sozusagen im Kontakt können nur Privilegien erkannt werden. Es gibt ja schon viel, was auch passiert, ne? Also zum Beispiel gibt es Menschen, die machen ihr freiwilliges soziales Jahr im Ausland. Die Kirchen schicken viele Menschen in also Missionswerke die, oder soziale Werke, diakonische Werke. Das findet statt. Aber ich denke zum Beispiel, eigentlich wäre es super, man würde das auch umgekehrt machen. Also es wäre doch super, wenn wir ein Programm hätten, wo auch junge Menschen aus Afrika eine Art freiwilliges soziales Jahr in Deutschland machen können. Also das wäre ja ein wirklicher Austausch sozusagen. Also nicht nur wir schicken junge Menschen in den globalen Süden, damit sie da irgendwie unterstützen, sondern auch andersrum könnten wir doch auch Menschen aus dem globalen Süden für ein Jahr hier finanzieren. So könnte doch ein Kontakt auch zustande kommen zum Beispiel. Denkst du auch, man muss das irgendwie in die Schulen verpflichtend irgendwie einführen? Im FIPO-Unterricht oder so? Also du meinst, dass man jetzt zum Beispiel Klimagerechtigkeit Ja, bespricht im ja. Unterricht? Wir machen das zum Beispiel nicht. Ach so, ja, okay. Also das fände ich natürlich gut, wenn das im Lehrplan auftaucht und wenn man dazu was macht. Ja, das ist immer gut, ja, das ist immer gut. Aber die Frage ist natürlich, wenn du dich diesem Thema, wenn du dann da Informationen drüber hast, es verändert dich nicht so nachhaltig, dein Verhalten oder dein Denken, wenn du Kontakt hast mit Menschen, wo du merkst, die sind davon betroffen oder die erzählen davon. Das ist ja bei allem, das ist bei immer so. Wenn man über Menschen redet, die man nicht kennt, wo man keine Bezugspunkte hat, ist es oft falsch. Also deswegen müssen wir gucken, dass wir mehr in den Austausch kommen. Das ist, glaube ich, das, was am Ende vielleicht was bewirkt, dass man sozusagen einfach ja in einer globalen Welt auch global miteinander agiert, und dass wir einfach noch mehr Austausch auch haben. Ich sag mal, wir haben ja zum Beispiel, hat jetzt nicht so viel mit dem Thema Klimagerechtigkeit zu tun, aber die Impfgerechtigkeit ist auch ein Thema, wo eigentlich der gleiche Mechanismus wieder greift. Also die reichsten Länder haben sich den Impfstoff gesichert und die ärmsten Länder, da haben fast keinen Impfstoff. Also, und das ist sogar fatal für zum Beispiel Deutschland. Also je weniger Menschen geimpft sind, desto schneller gibt es Mutationen und dann breitet sich ein Virus wieder aus, wogegen vielleicht unsere Impfstoffe am Ende auch gar nicht mehr helfen. Und trotzdem ist man aber auf dem Weg, eben zu sagen, nee, wir haben den Impfstoff, wir haben auch mehr als genug, also jetzt in Deutschland nicht, aber es hat andere Gründe. Aber der globale Süden hat viel zu wenig Impfstoff. Und zum Beispiel gibt es ja diese Initiative, dass man den Impfstoff, diese Patente aussetzt, damit eben alle das günstig produzieren können. Und ja, die reichsten Länder blockieren diese Initiative in der UNO. Das muss man einfach sich mal so auf der Zunge zergehen lassen. Dass man hier eher Konzerne schützt, die diese Impfstoffe entwickelt haben. Und in Kauf nimmt, dass Menschen im globalen Süden dann sterben. Und man in Kauf nimmt, dass sich der Virus weiter, dass der Virus weiter mutiert und vielleicht mutiert, sodass unsere Impfstoffe nicht mehr wirken. Und gleichzeitig werden Konzerne geschützt, die Länder im globalen Süden ausbeuten Genau. und Und eigentlich CO2 in die ist, Luft pumpen. ja, Ja. diese Corona-Krise ist das, was wir in der Klimakrise erleben, in einem Zeitraffer. So würde ich es vielleicht sagen. Also wir erleben das, was sozusagen in der Klimakrise eigentlich seit 200 Jahren läuft. Das erleben wir in der Corona-Krise
in ganz kurzen Zeitraum. Deswegen können wir aus dieser Krise viel lernen, weil die Klimakrise ist, das läuft alles so langsam, dass man also so leicht auf die Idee kommen kann, das ist nicht so schlimm. So schlimm wird es schon nicht werden. Das ist ja auch normal. Menschen sind so, ne? Das ist jetzt gar nicht irgendwie so gemeint, dass Menschen blöd sind, die so, sich so fühlen. Mir geht das ja auch oft so. Ich habe irgendwie, als jetzt Schnee gefallen ist, habe ich gedacht, ach, wie schön, Schnee, vielleicht ist ja doch alles nicht so schlimm. Und dann guckt man sich aber wieder die Zahlen an und denkt sich so, ja, war vielleicht eine Atempause, aber ne, zurücklehnen kannst du dich jetzt nicht. Aber dieser Mechanismus ist im Menschen da. Wir wollen positiv denken. Wir wollen nicht jeden Tag an den Weltuntergang denken. Aber deswegen ist, glaube ich, die Corona-Krise einfach ein guter Punkt, aus dem wir viel lernen können, weil es eben diese ganzen Mechanismen da sind, aber es in einer kurzen Zeit passiert. Ja, das Problem ist ja auch so, dass man als Mensch nicht so, man will ja nicht die ganzen schlechten Nachrichten anhören und man will nicht die ganze Zeit drüber lesen, wie ungerecht die Welt ist oder sowas. Ja, kann man das irgendwie, wie kann man trotzdem Menschen dazu bringen, sich zu informieren? Ja, wie kann man das machen? Durch Projekte mit Ergebnissen oder was? Genau, okay. Wir müssen das erlebbar machen. Und wir müssen weg davon kommen, dass Umweltschutz sowas Anstrengendes ist. Ne? Also irgendwie so, dass das mit Verzicht verbunden ist. Damit werden wir es nicht lösen können. Davon bin ich wirklich überzeugt. Weil auf Dauer kann man nicht von negativer Energie leben. Man muss positive Energie haben, um dauerhaft an etwas dran zu bleiben. Das ist sowieso schwierig genug. Aber man wird es nicht schaffen, wenn man sozusagen nur sagt, das ist schlecht und das ist schlecht, und das darf man alles nicht, sondern man muss positiv mit Projekten und mit Erfahrungen und so weiter das vermitteln. Und dann sind die Leute auch dabei. Also ich glaube, dass es auch eine Sehnsucht danach gibt, wieder mehr Natur zu erleben. Also, und ich glaube, dass das Bewusstsein auch schon groß ist. Also wir sehen ja zum Beispiel, ich glaube, wir, also alle sind eigentlich schockiert, wenn man sieht, wie viele Bäume in letzter Zeit in Pinneberg gefällt wurden. Und ich glaube, es ist wirklich eine breite Betroffenheit der Menschen. Das ist nicht so, dass das nur wenige irgendwie interessiert. Und daran merkt man ja auch, das Bewusstsein ist ganz anders gewachsen. Und heute fällt man nicht einfach mehr so Bäume ab, ohne dass Leute sagen so, wieso eigentlich? Musste das jetzt sein? Und ist irgendwie super schade und so. Also jetzt heute werden Nachfragen gestellt. Dass die Leute sich fragen, wie kommt das eigentlich sein? Das ist doch eigentlich schon mal erstmal irgendwie eine gute, so, also da merkt man ja, das hat sich schon was verändert. Ja. Das ist doch ein schönes Abschlusswort. Es hat sich ja was verändert. Und wir müssen positiv bleiben. Genau. Obwohl, vielleicht nicht während Corona. Ha, witzig. Darauf habe ich gewartet, das zu sagen. Okay, dann ja, vielen Dank, Per. Das war richtig spannend. Es hat Spaß gemacht. Mir hat es auch sehr Spaß gemacht, ja. Vielen Dank. Dann bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.